So, ich bin gespannt, ob wir da jetzt einfach so durchkommen, durch die Englage dieses Gebiets. Oder ob wir da auf einen alten Bekannten treffen, den wir auch die letzten zwei Folgen schon getroffen haben. Sieht gut aus. Fundgrube, nö, brauchen wir nicht. Ich konnte nichts machen. Ich konnte nichts machen. Ich konnte nichts machen. Das ist gewollt, ne? Ja, das ist gewollt. Kapitel 3. So. Komm, bitte. Bitte, bitte, bitte. So. Super. So, come on, come on, come on, come on, come on. Errungenschaft freigeschaltet. Hass und Hunger. This new world will make murderers of us all. Here goes nothing. Hello? Is this the radio station at Perseverance Mills? We need help. There's some kind of quarantine situation. Hello? What do you mean, quarantine? Is there a doctor with you? We need a doctor or a medical assistant, anything. Or can you? Damn it! No! Damn it! I'm sorry, Jeremiah. That was my only chance. Hi und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge der Long Dark Wintermute. Und ja, wie ihr im Rückblick schon gesehen habt, haben wir letzte Folge den Bär getötet und sind hier wieder bei der Hütte unseres Freundes angekommen. Und ja, wir können da jetzt auch nicht mehr rein. I'm done with him. Time to move on. Genau. Zeit weiterzugehen. So, wir müssen nämlich nach Ausdauermühlen. In Richtung Ausdauermühlen. Und dazu müssen wir zuerst zum Katerstaudamm und da noch irgendeine Quest machen. Und ich bin gespannt, wie gut wir die Quest überleben werden. So.
Ja, schau mal ins Inventar. Wir sind wieder maßlos überladen. Heilige Scheiße. Hui. Da ist echt viel Zeug dabei. Oh. Oh. Und ich glaube, ich muss mir neue Kleidung suchen. Wie es aussieht. Weil, ja. Also einiges hat gut was abbekommen. Es geht. Ja, ja, okay. Ja. Ja, mal schauen. Wir gehen eh vorbei bei unserer schönen Hütte und dann schauen wir, ob wir noch was Brauchbares haben. Und ob wir was ablegen können, was wir absolut nicht mehr brauchen. Beziehungsweise ob wir noch Essen dort haben, weil Essen haben wir glaube ich auch nicht mehr. Und ja, dies, das, Kleinkram. Ja, gut. Wir sind da schon öfter hin und her gelaufen, deshalb, wie immer, ich melde mich, wenn es was Spannendes gibt. Oh, da haben wir einen Wolf. Oh, hallo. Hallo. Na, du? Dachte kurz, ich schieße wieder daneben. Wäre nicht das erste Mal. So. Wir sind eh schon so maßlos überladen, da ist es eh schon egal. 35 Minuten und der Wolf ist meins. Und wir erfrieren gleich. Super. well. Das habe ich nicht bedacht. Dass unsere Kleidung so am Arsch ist. Aber der Wind kommt von da. Heißt, wir könnten Glück haben. Und da einen Windschatten haben. Oh ja, der Wind pfeift jetzt sehr gut. Hier schon? Das finde ich super. Du, so. Stöcke haben wir. Ja, haben wir genug. So, Feuerstahl. Ja, egal. So, machen wir Feuer, wärmen wir uns auf, dann machen wir uns was zu essen. Schön ist das Leben. Übrigens ist es 3 Uhr morgens, also nicht wundern, wenn ich hin und wieder etwas wirres Zeug laber. Tannenholz ist, glaube ich, am schwersten. Zedernholz, naja. Na. Das da. Die. Genau. Das zähe Ding da. Die hier. Die 10 Spitzenpfirsiche. Die lege ich mal ab. Und oh, wir haben noch Fleisch. 0,14 Kilo. Das gönnen wir uns mal ganz kurz. Das ist auch noch gegart. Ja, echt? Okay. Das kann weg. Das kann weg. 8 Minuten bis zum Garpunkt. Super. Dann zerlegen können wir das noch. Machen wir mal ganz kurz. Dann ist die Brühe auch fertig. Essen wir mal ganz kurz. Super. Temperatur steigt. Das ist natürlich toll. Weil wenn nicht, dann hätte man ein bisschen ein Problem. So, das zerlegen wir nochmal. So. 33 Minuten. Das geht noch ein bisschen, aber ich lege gleich nochmal was nach. Nur zur Sicherheit. So. Dann die abgenutzte Arbeitshose. Die ist schon sehr mitgenommen. Hier reparieren wir mal. Und ja, wenn ich da fertig bin, dann gehen wir wieder weiter. Also ja, ich melde mich. Bis dann.
So, ich hole jetzt noch ganz kurz etwas Holz, während uns der Wind um die Ohren pfeift. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder in der Hütte. Da sind wir. So, wir hatten zwischendurch die 60 Kilo geknackt. Ich musste etwas wegwerfen, weil ansonsten wäre ich hier nicht hingekommen. Und man sieht ja, wie schnell ich unterwegs bin. Und ja, so, ich schmeiß mal den Ofen wieder an. Das heißt hier wieder, ich schmeiß den Ofen mal an. Und dann, ja. Können wir da hoffentlich gleich etwas Fleisch drauflegen. Und etwas Holz da reinhauen. Weil das ist schon gut schwer. So. Turned out pretty well. Ja, ist ganz gut geworden. Was nehmen wir denn den hier? Zweimal, ne? So. Gut, dann gehen wir mal rauf. In 10 Jahren sind wir dann auch oben. Lalala. Na, 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 na. Wir haben ja Zeit, ne? So. Gut. Dann sind wir auch endlich oben. Angekommen, jetzt sind wir dann auch gleich beim Ofen. Im Oven. Im Oven. So. Gut. Holz Oven. Feuerstahl, naja. Brauchen wir eigentlich nicht. Aber ja. So. Ich weiß nicht, wie lange die Folge schon ist, aber Rohaufnahme sind aktuell 28 Minuten. Und ja. So. Einmal da. Einmal da. Nehmen und essen. So. Essen gleich, aber erstmal nehmen. Und dann brauchen wir da noch Wasser, bitte. Einmal 2 Liter. Jetzt geht sich nicht mehr ganz aus mit den 2 Stunden. Jetzt geht sich's aus. Gut. Haben wir da noch irgendwas drin? Nö, ne? 54 Kilo. Oh, Mann. So, come on. Hallo? Oh. Oh. Okay. So. Nehmen wir uns mit. Und dann können wir eigentlich noch geschmacklose Tomatensuppe machen. Weil die essen wir sonst eh nicht mehr. So. Da ist was drin. Das abgelaufene Zeug. Gut. Haben wir eh gerade nichts. Dann haben wir hier. Oh Gott. Ja. Ja, so Antibiotika kann ich eigentlich wegschmeißen. Dann manem. 47 Streichhölzer bitte. Ja, damit. Dann Kohle. Okay. Wie sieht's aus? 4 Minuten. Erstmal gleich. Gut. Ich schau dann auch gleich rauf.
Einen Moment. So, eigentlich müssten die... Ne, müsste nicht. Okay, Brandbeschleuniger haben wir zweimal mit. Dann nehmen wir noch einen mit. Nur für den Notfall. Bargeld brauchen wir nicht. Ja, ansonsten... Kohle. 4 kann man umlagern. Dann... Wasserreinigungstabletten haben wir welche mit. Notfallspritzen haben wir 3 mit. Was eigentlich eh komplett übertrieben ist. Die Antiseptikum kann man bei Gelegenheit mal wegschmeißen. Die kann man mitnehmen. Dann, oh Gott, die Magnesiumfakten können eigentlich weg. Was ist denn hier oben drin? Weg, weg. Weg, weg. So. Signalpatronen, die 5 sind auch schon egal. Sturmlaterne brauche ich eigentlich nur eine. Oder ist auch voll. Super. Wetzstein brauche ich nicht. Ich gehe mal rauf und dann mache ich das fertig. Wie schwer bin ich dann? 53,6. Okay. Okay, okay. So, ich glaube, die restliche Folge werden wir hier drin verbringen. Das ist eine vage Vermutung. So. Bitte Steak sei noch nicht verbrannt. Das wäre ganz lieb. Ah, danke. Gerade so. Na, na, na. So. Was glaube ich dir? Dann trinken wir halt mal einen Schluck. Und essen können wir auch noch was. So. Gut. Eigentlich recht müde sind wir noch nicht. Sehe ich gerade. Die ist voll. Jetzt brauchen wir die mal ganz kurz. Und gehen wieder runter. Weil wir müssen noch etwas umlagern. Ist ziemlich egal, ob wir das jetzt machen oder in ein paar Stunden. So. Lalala. Ich guck mal da rein, ob das Zeug noch haltbar ist. Das wäre jetzt eine gute Frage. Nö, das Fleisch ist noch gut. Cool. Und den Rest, oh, vergiss es. Forget it. Das ist nix. Eigentlich. Das Trockenfleisch. So, und jetzt haben wir wieder 61 Kilo. Oh, wow. Toll. Ich will doch nur darüber. Komm schon. La la la. La 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 la. La 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 la. So. Legen wir mal den ganzen Scheiß ab, den wir nicht brauchen. So. Also die Kartonstreichhölzer, die brauchen wir eigentlich nicht. Die Kohle brauchen wir nicht. Und ansonsten, den Rest behalte ich. So, das hier brauchen wir nicht, das hier brauchen wir nicht. Das hier eigentlich auch nicht. Notfallspritzen nehme ich 2 mit. Schmerztabletten reichen einmal. Und ja, zubereitete Hagebutten. Nö. Eigentlich nicht. Gut, das Zeug brauchen wir alles. Essenstechnisch ja. Dann.
Ich weiß es nicht. Was brauchen wir denn? Was brauchen wir nicht? Die Schlinge kann man uns wieder herstellen, Schnur auch im Notfall. Sturmlaterne. Weg. So. Dann hier. Getrocknetes Leder, 9 Stück. Leg mal 6 davon weg. Der hier weg. Hagebutten 48 hier weg. Metallschrott eigentlich auch weg. Stock behalte ich mir. Getrocknete Darm weg. Bartflechte weg. Verband behalte ich. Da haben wir noch einen Metallschrott. Stoff haben wir so viel. Ja, die behalte ich noch, weil die brauchen wir eventuell noch. Kanister weg, weil Lampenöl haben wir hier noch. Und ja. So, Nähzeug haben wir Nummer 1. Gerade im Inventar. Die Taschenlampe hat 1 Kilo weg. Brauchen wir nicht. Wir haben sowieso keine Batterien. So, dann. Angelzeug weg. Haken weg. Kletterseil behalte ich mir. Steine, weg. Jetzt sind wir da beim Essen. Behalte ich mir, behalte ich mir. Behalte ich mir. Gut. Dann schaue ich da durch, was wir da noch drin haben. Nähzeug. Nein, das hier nicht. Revolvermunition kann weg. Wir haben keine Revolver. Wir haben nur eine Leuchtpistole und da mal E17 Kugeln. Also bitte. So. Dann mal genügend Zeug, Metallschrott. Auf Magnesiumfackeln, nur eine 2. Leuchtpistole, Nähzeug des Todes. Hui, eine Hose. Hose haben wir noch. Das haben wir auch alles. Haben wir alles, gut. Kann ich mich wieder einigermaßen bewegen. Mit meinen 51 Kilo. Alter. So, Fundgrube. Nein, danke. Ich möchte gar nicht nochmal reinschauen. So, und dann zerlegen wir noch ein bisschen was, beziehungsweise reparieren wir noch unsere Kleidung und dann legen wir uns auch ins Bettchen. Weil es ist eh schon Nacht. So. Lampe lösche ich mal ganz kurz. Und dann schaue ich nochmal durch. Haben wir instinktiv gleich angezogen, das Teil. Das neue. Und dann, ja, repariere ich nochmal. Gescheitert, verdammt. Vergeht die Zeit auch ein wenig. Zumindest Endgame. So. 100%, 42 mache ich auch zu 100. Ganz kurz. So, 100%. 59, reparieren. So. 92 ist okay. Erstmal 98, 96, 98, 99, 42. Könnte besser sein. Ja, tu nicht so. So. Na, gut. 82. Da muss das Nähzeug her. Ganz schnell. So. 81. Wir haben keinen Stoff mehr. Oh. Dann trinke ich was und dann gehen wir morgen runter. Und essen können die auch noch was. Wo haben wir den hier? Eine gute Frage. Aber jetzt ist er weg. So, das ist auch weg. Ist auch weg. Naja, weg nicht, aber. Ja. So, nochmal etwas Wasser hinterher. Da haben wir nochmal 0,98. Jetzt haben wir immerhin schon keine 50 Kilo mehr. Das ist schon mal super. So. Wir legen uns mal 8 Stunden hin. Dann ist er wieder gut ausgeruht. Und dann
Ich dachte kurz, die Cam laggt. Das wäre... Ui. Gut. So, dann kann ich auch nochmal hier ganz kurz gucken. Ist leer. Gut. Sprinten können wir immer noch nicht. Wundert mich irgendwo nicht. Aber ja. So. Gut. Dann esse ich nochmal was. Jetzt ist es aber weg. Das hier. Dann esse ich das hier noch. So. Trinke ich noch einen Schluck. Dann ist das Wasser auch gleich wieder alle. Ich mache mir nochmal kurz 2 Liter, während wir herumgammeln. Weil Zeugs haben wir ja echt genug. So. Gut. Lalala. Come on. Come on. Komm schon. Schneller. Mm. Ich glaube, das wird eine mega Folge. Habe ich so irgendwie im Gefühl, weil ich habe komplette Zeit verloren. 41 Minuten pro Aufnahme. Aber ja, so. Was soll's. Muss ja auch mal sein. So. Das dauert 2 Stunden. Gut. Wir haben Stoff abgelegt. Hier nicht. Aber hier. Und damit können wir nochmal den hier reparieren. So, nee, Zeug. Jetzt schmeiße ich dann auch weg. So. 94. Lalala. Gescheitert, verdammt. Lalala. Wie sieht das Wasser aus? Noch 51 Minuten. Das ist super. Könnte auch besser sein. Ich meine, wir lassen uns doch nicht lumpen, ne? So. 24. So, 92. Zweimal Stoff fehlt uns. Oh, da geht schon ganz schön gut was weg, ne? Das Leder haben wir auch noch einiges. So, und hier haben wir keinen Stoff mehr drin. Das wundert mich irgendwie. Aber hier haben wir auch keinen Stoff mehr drinnen. Ich dachte, wir hatten noch mehr Stoff. Da. Ich habe auch schon welchen weggeschmissen, glaube ich. So, warten wir nochmal ganz kurz. Bis du die Siedepunkt. So. Aufheben und dann reparieren wir den neuen Militärmantel nochmal. Dass er auch auf 100% ist. Ganz geschwind. So. 95, 96. 94 und ansonsten. Alles gut. So. Dann kann ich das Nähzeug auch gleich noch wegschmeißen. So. Das lage ich jetzt, glaube ich, aber nicht mehr ein. Naja. Wer weiß. Vielleicht brauchen wir es ja nochmal. Gut, getrocknetes Leder haben wir noch 2. Ich glaube, dann nehme ich mir noch 2 mit. Weil die findet man nicht so oft. Beziehungsweise dauern recht lange zu machen. Und ja, dann das hier weg. Und dann sind wir eigentlich fertig. So, ja. Gut. Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch reparieren sollte. Ich meine, ich könnte das Zeug jetzt noch reparieren, aber das bringt mir eigentlich nichts. Gewehr ist auch noch bei 78%. Das ist alles super. Und ja. Gut, nächste Folge laufen wir dann zum Katerstaudamm und dann schauen wir weiter. Aber für diese Folge soll es das erstmal gewesen sein mit einer Rohaufnahmezeit von 45 Minuten. Und ja, wir sehen uns nächste Folge wieder. Die erscheint wahrscheinlich in 3 Tagen. Und bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Ciao, ciao.